Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz des heutigen GWD-Heimspiels. Wir hatten den HC Erlangen zu Gast. 1622 Zuschauer haben einen Halbzeitstand von 13:13 erlebt und einen Endstand von 25:32. Ich darf ganz herzlich begrüßen und auch beglückwünschen zu den zwei Punkten den Trainer der Gäste, Raúl Alonso. Raúl, dein Statement bitte. Ja, guten Abend zusammen, vielen Dank für die Glückwünsche. Wir sind sehr glücklich und zufrieden mit dem Ergebnis. Wir wussten, dass das kein leichtes Spiel sein würde, egal wie die Konstellation ausschaut. Es ist immer hier sehr, sehr schwer zu spielen. Und das hat man meiner Mannschaft in der Anfangsphase des Spiels mehr als gemerkt. Ich glaube, dass wir in der Defensive und auch hinsichtlich Torhüterleistung sehr stabil über die ganzen 60 Minuten waren. Aber ja, wenn du ein Spiel mit 4-0 startest, dann ist es immer wieder schwierig. Und das Schöne ist, dass wir ja, im Laufe der ersten Halbzeit versucht haben, wieder ins Spiel reinzukommen. Das ist uns gelungen. Natürlich hat GWD heute nicht die Möglichkeiten gehabt, andere Spiele einzusetzen. Und dann geht es auch über die Kräfte. Aber was mich natürlich gefreut hat, ist, dass wir deutlich fokussierter aus der Kabine rausgekommen sind. Und dann wurden alle ein bisschen entspannter und lockerer hinsichtlich Entscheidungsfindung und konnten natürlich auch über die zweite Halbzeit uns absetzen. Aber muss trotzdem natürlich auch anerkennen, dass wir es heute mit einer Mannschaft zu tun gehabt haben, die sehr einfallsreich agiert und im Rahmen der Möglichkeiten ohne wichtigen Akteure uns heute hier vor sehr vielen Problemen gestellt hat. Für mich gut, weil ich habe jetzt gute Gründe in den nächsten Tagen mit dem Team ein paar Dinge aufzuarbeiten. Wir sind aber natürlich extrem froh, dass wir das für uns holen konnten. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, hoffe, dass die Verletzten so schnell wie möglich zurückkommen. Ihr habt das letzte Saison bewiesen, durchhalten und wünsche euch alles, alles Gute und bleibt gesund. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Raúl Alonso, Trainer des HC Erlangen. Zu unserem Trainer Frank Carstens. Frank, dein Statement. Ja, danke für die wohlmeinenden Worte. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Zunächst mal Glückwunsch natürlich an dein Team und an dich für die souveräne Leistung hier heute. Am Ende des Tages verlieren wir mit 7, haben natürlich einen guten Start, hatten auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Erlangen vielleicht durch die Pokalniederlage so ein bisschen aus dem Fahrwasser gekommen wäre. Und dafür ist so ein Start natürlich super und da konnten wir auch eine Zeit lang von profitieren. Aber ich denke, man hat auch schon in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir uns unsere Tore extrem schwer erarbeiten mussten. Also wir mussten jedes Mal lange spielen, viele Zweikämpfe gehen, viele Pässe spielen. Es musste viel funktionieren, damit wir zum Abschluss kommen. Das haben die Jungs super gemacht, haben ihre Möglichkeiten genutzt, haben immer wieder nachgesetzt, sehr mutig auch gespielt, auch Glück gehabt natürlich bei dem einen oder anderen Abschluss, aber ja, am Ende des Tages gehen wir damit mit 13:13 aus der Halbzeit raus, gehen dann gleich in Führung nach der Halbzeit. Also ich denke, wir sind auch fokussiert. Das Spiel bleibt ausgeglichen zunächst und dann verlassen uns einfach die Körner. Ja, also wenn man jetzt, man darf nicht vergessen, und Jonah Jungmann, der hat gestern 55 Minuten zweite Mannschaft gespielt, sich da ordentlich einen abgeholt, musste da auch genauso jeden Zweikampf gehen, wie er das heute musste, wenn er kam. Magnus Holpert und Pitscher haben am Donnerstag Vollgas geben müssen in Dresden in einem extrem harten Spiel. Also hart im Sinne von intensiv, aber auch im Sinne von schwierigem Spiel, weil wir da natürlich eher in der Favoritenrolle waren. Dann ohne Erfolg nach Hause gefahren. Das ist keine schöne Situation. So, und das hat Erlangen natürlich dann in die Karten gespielt. Sie haben die Ruhe bewahrt, haben diese Dinge gut ausgenutzt und uns vor allen Dingen mit den 12 Kontertoren geknackt. Das muss man klar sagen, wenn man das... Ja, machen wir mal so eine kleine Theorie auf, wir ziehen die 12 Kontertore mal ab, machen so ein bisschen Pipi Langstrumpf hier, unsere eigene Welt, dann sieht die Sache wieder anders aus. Aber das ist nun mal Fakt, wir verlieren vorne extrem viele Bälle in der zweiten Halbzeit und bringen Erlangen zu 12 Kontertoren. So, und die entscheiden letztlich heute dieses Spiel. Wir können diese Fehler nicht kompensieren und so kommt es dazu, dass Erlangen hier heute gewinnt und dazu kann ich auch nur gratulieren, es absolut verdient. Ja, vielen Dank, Frank Carstens, Trainer GWD Minden.
Kurzer Blick in den Bereich Presse. Nochmal Fragen? Keine? Dann machen wir es nicht so lang. Ich würde mich freuen, wenn alle wieder beim nächsten Heimspiel dabei wären. Am Sonntag, 6.11. geht es um 14 Uhr hier in der Kamperhalle gegen die Füchse Berlin. Und Frank, euch viel Glück am Donnerstag, 27.10. in Gummersbach.